Es ist wieder soweit. Ich darf euch als einer der ersten die neue Nvidia RTX 4060 vorstellen. Und ich glaube, auf diese Grafikkarte haben doch so einige gewartet, die nicht bereit sind, durch dubiose Pokémon-Karten-Deals das nötige Kleingeld für größere GPUs zusammenzukratzen. Interessant dabei ist natürlich, wie gut Ada Lovelace in der Mittelklasse für Streamer, aber auch Gamer geeignet ist. Ja, ganz neu. Wir testen in diesem Video diesmal beides. Die Nvidia RTX 4060 ist ab sofort die neue kleinste Karte der Ada Lovelace-Generation. Denn erst vor kurzem kam die RTX 4060 Ti raus und die RTX 4060 gliedert sich direkt darunter ein. Im Endeffekt handelt es sich um den direkten Nachfolger der RTX 3060, davor kam natürlich die RTX 2060 und davor dann die GTX 1060. Nvidias RTX 4060 wird sich also wieder genau in das Mittelklasse-Segment einfügen und dabei vor allem die Full-HD-Gamer bzw. Streamer ansprechen wollen. Ganz wichtig dabei finde ich aber auch den Preis, den man, denke ich, jetzt schon im Video ansprechen sollte. Mit einer UVP von $299 für die MSRP-Modelle kommt man meiner Meinung nach genau in die Region, die für viele Gamer interessant sein sollte. Auch ganz wichtig, heute dürfen die Karten vorgestellt werden. In die Regale der Händler wird die RTX 4060 dann die nächsten Tage Einzug erhalten. Aber was genau bekommt man für den Preis? Hier fand ich eigentlich den Vergleich zu den beiden vorherigen Generationen doch mehr als spannend. Verglichen habe ich dabei die RTX 4060 mit der RTX 3060 und der RTX 2060 Super. Schaut man zunächst auf die UVP zu Release, so kann man eigentlich alle Karten ziemlich gleich ansetzen. Klar, die RTX 2060 Super schlägt etwas nach oben aus, aber es ist auch die Super und nicht die normale RTX 2060. Wenn man dann in Betracht zieht, dass bei den anderen Releases der Nvidia GPUs die Preise doch teilweise weit von der UVP der Vorgänger nach oben abwichen, kann man hier auf jeden Fall schon einmal aufatmen, dass es im Mittelklasse-Segment wohl alles beim Alten bleibt. Was aber definitiv auffallen sollte, ist die extrem gestiegene Effizienz von Ada Lovelace. Mit jeder Generation sank die Anzahl von Tensor-Cores und Raytracing-Cores, wobei die Generation dieser Cores immer neuer wurde. Andererseits stiegen die Taktraten, aber die TGP der Karten ging nach unten. Zwischen RTX 2060 Super und RTX 3060 waren das zwar nur 5 Watt, aber die TGP der RTX 4060 liegt nur noch bei 115 Watt. Das sind einfach mal 55 Watt weniger als zum Vorgänger und das finde ich schon enorm. Mehr Leistung, weniger Stromverbrauch. Genau dahin sollte meiner Meinung nach die Entwicklung gehen und nicht wie in anderen Bereichen, wo man sich mehr Leistung immer durch mehr Verbrauch irgendwie erkauft. Super spannend sind dann noch zwei Werte, NVENC und DLSS. War die NVENC-Version bei Ampere und Turing noch die gleiche, und zwar die siebte Generation, haben wir mit Ada Lovelace endlich eine neue und noch bessere Variante bekommen. Das ist natürlich für Streamer unglaublich interessant. Aber auch DLSS kam nun in Form der dritten Generation dazu, was zusammen mit Frame Generation wirklich dafür sorgt, dass man neben einer effizienten Karte trotzdem sehr gute FPS-Werte in den Spielen erreichen kann. Aber das schauen wir uns natürlich später im Video noch an. Was jetzt noch im Raum steht, ist natürlich der VRAM der RTX 4060. Dieser ist mit 8 GB GDDR6 angegeben und auch bei der RTX 4060 Ti waren es nur 8 GB. Und sind wir hier mal ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass viele sagen, zur heutigen Zeit und auch mit Blick auf die Zukunft ist das mittlerweile zu wenig VRAM. Dem stimme ich auch in gewisser Weise zu, denn immer mehr Spiele brauchen mehr VRAM und vor allem, wenn man alles bis auf Anschlag knallt. Aber wir sind bei der RTX 4060 aber einer Mittelklasse-Karte, die vor allem fürs Full-HD-Gaming gedacht ist. Sieht man sich hier zum Beispiel mal eine Auswertung von Steam an, sieht man, dass 1080p immer noch die mit Abstand am meisten genutzte Auflösung beim Gaming ist. Und bei 1080p 8 GB VRAM voll zu kriegen, das muss man erstmal schaffen. Ja, es stimmt auch, es gibt immer mehr Spiele, die immer mehr VRAM brauchen und gerade wenn man dann vielleicht alles bis auf Anschlag knallt und noch bestimmte Shader-Pakete oder Mods installiert, kann es sein, dass 8 GB definitiv nicht mehr ausreichen. Aber 99% aller Gamer werden mit 8 GB VRAM definitiv keine Probleme bekommen. Kommen wir aber zum wirklich spannenden Thema, wie viel FPS bekomme ich mit der RTX 4060 in Games und wie viel, wenn ich parallel darüber auch streame? Also für Gamer und Streamer gleichermaßen interessant. Bei allen getesteten Spielen habe ich die Auflösung in-game auf 1920x1080 gestellt, also 1080p Gameplay, die Grafikdetails immer auf hoch und Raytracing war auch immer an, damit wir das Ganze auch wirklich vergleichen können. Außerdem kamen dann pro Grafikkarte insgesamt 4 verschiedene Werte zum Einsatz. Einmal die FPS ohne Stream und ohne DLSS,
Einmal die FPS ohne Stream und mit DLSS auf Performance, dann die FPS mit Stream und ohne DLSS und die FPS mit Stream und mit DLSS. Begonnen habe ich mit Cyberpunk 2077 und da haben alle drei Grafikkarten sicherlich schon am Limit gewerkelt, wenn kein DLSS genutzt wurde. Denn alles unter 60 FPS finde ich heutzutage im PC-Gaming doch mehr als fragwürdig. Erst mit DLSS kamen FPS-Werte über 60 zustande. Mit einer RTX 4060 kam man sogar fast auf die 100 FPS und selbst mit laufendem Stream waren es immerhin noch 92 FPS, was ich mehr als gut spielbar finde. Prozentual hat die 4060 sogar knapp 32% mehr Leistung zur RTX 3060 und gute 65% mehr Leistung zur 2060 Super. Kann sich also schon mal sehen lassen. Auch Shadow of the Tomb Raider musste dran glauben und hier fielen die Werte dann doch ganz anders aus. Im Endeffekt muss man sagen, dass man selbst mit einer RTX 2060 Super noch sehr gute FPS-Werte in diesem Spiel bekommt und auch beim gleichzeitigen Streamen keineswegs Probleme bekommen wird. Der Zuwachs an Leistung bei einer RTX 4060 liegt dann lediglich bei 10% im Vergleich zu einer RTX 3060 und bei knapp 16% im Vergleich zu einer RTX 2060 Super. Also gerade bei so einem etwas älteren Spiel ist der Unterschied dann gar nicht so groß. Aber schnappt man sich ein wirklich neues Game, wie zum Beispiel Hogwarts Legacy, so sieht das Ganze auch schon wieder anders aus. Denn während man mit einer RTX 3060 und auch der RTX 2060 Super ohne DLSS nicht einmal spielbare Werte bekommen hat, glänzt die RTX 4060 mit 99 FPS im Schnitt. Und auch mit DLSS an ist ein krasser Unterschied zu merken. Zwar haben die vorherigen Generationen dann spielbare Werte, die RTX 4060 rastet aber förmlich aus und liefert durchschnittlich 178 FPS ohne Stream und 169 FPS mit Stream. Das ist für 1080p selbst bei Nutzung eines 144Hz Monitors dann schon richtig lecker. Wir sprechen dann von einem Leistungszuwachs von 104% gegenüber der vorherigen Generation. Einen großen Einfluss hat da tatsächlich DLSS 3 mit Frame Generation, das gibt es ja erst seit DLSS 3, DLSS 2 hat das noch nicht und die vorherigen Generationen können nur bis DLSS 2 supporten. Abschließend habe ich mir dann noch Far Cry 6 geschnappt und dabei ist halt ganz interessant, dass es kein DLSS gibt. Das heißt, wir schauen uns hier wirklich die reine Rasterleistung der verschiedenen Generationen an. Ohne DLSS wird der Unterschied nämlich geringer. Während die RTX 3060 gegenüber der 2060 Super knappe 14% mehr Leistung zeigt, hat die RTX 4060 gegenüber der RTX 3060 knappe 19% mehr Leistung. Mit Blick auf den Preis und auch die Preise der letzten Jahre muss man aber sagen, dass ein Zuwachs von 19% mehr Leistung doch mehr als fair ist. Wechselt man von einer 2060 Super auf eine RTX 4060, bekommt man dann sogar ganze 36% mehr Leistung. Finde ich wirklich mehr als fair, muss ich sagen. Ganz zu Beginn des Videos habe ich ja auf die krasse Effizienz von Ada Lovelace hingewiesen und auch, dass zum Beispiel die RTX 4060 eine TDP von 115 Watt angegeben hat. Das Ganze wollte ich natürlich auch nochmal testen und vergleichen mit den vorherigen Generationen, sodass wir da den Stromverbrauch im Auge behalten. Bei der RTX 2060 Super stieg die Leistungsaufnahme auf sage und schreibe 210 Watt und das, obwohl die TDP der 2060 Super eigentlich bei 175 Watt liegen sollte. Das wiederum liegt einfach daran, dass es sich um keine Faunus Edition, sondern um eine Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC handelt, die natürlich von Haus aus schon etwas übertaktet ist. Die RTX 3060 hingegen hatte dann nur noch eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 157 Watt. Und die RTX 4060 war mit durchschnittlich 98 Watt wirklich unglaublich sparsam. Verglichen mit der Leistung und dem Zuwachs zur vorherigen Generation muss man hier wirklich von einem Effizienzwunder sprechen. Neben den ganzen Leistungsdaten hat Ada Lovelace natürlich aber vor allem für Streamer bzw. Content Creator noch mehr an Features dabei. Nicht nur DLSS 3, sondern auch weitere neue oder verbesserte Features aus Nvidia Studio. Ich denke, mittlerweile sollte sich herumgesprochen haben, dass ihr mit RTX 4000 und somit auch mit der RTX 4060 hardwarebasiertes AV1 Encoding nutzen könnt. Dies ist unter anderem bereits in OBS Studio ab der Version 29.1 integriert und man kann für die Aufnahmen und auch für den Stream AV1 als Encoder auswählen. Wichtig dabei ist jedoch, dass AV1 im Streaming-Bereich aktuell nur von YouTube supported wird, wobei ich mir wünsche, dass es bald auch auf anderen Plattformen wie Twitch und Co. kommt. Denn AV1 ist halt nicht nur wahnsinnig effizient,
auch bekommt man bei gleichbleibender Bitrate viel bessere Qualität. Ausgehend von dem offiziellen Maximum von 6000 bei der Bitrate für Twitch, könnte man hier einfach viel besser aussehende Streams liefern oder aber eine höhere Auflösung streamen und dennoch die gleiche Qualität bekommen, die man aktuell mit H264 bei zum Beispiel 1080p hat. Alleine nur schon deshalb finde ich den Einstieg bei einem Preis von $299 mehr als spannend, denn wer weiß, was alleine nur AV1 uns dieses Jahr noch alles bringen wird. Es gibt aber noch mehr, so kann man ja schon seit längerem Nvidia Broadcast nutzen und ja, das geht auch mit einer RTX 3060 und auch mit einer RTX 2060 Super. Jedoch ist die RTX 4060 hier auch wieder wesentlich effizienter und Broadcast bzw. die SDKs von Broadcast, die man direkt in OBS Studio in Form von Filtern nutzen kann, verbrauchen einfach wesentlich weniger Leistung. Und für alle Nutzer der beliebten Schnittsoftware DaVinci Resolve bekommt ihr natürlich hier auch noch was Neues geboten. Denn wenn ihr eure Videos nach dem Schnitt direkt in AV1 rendert, läuft das Ganze nicht nur wesentlich schneller als noch mit H264, die Dateigröße am Ende ist auch einfach viel kleiner und nimmt weniger Speicherplatz ein, wenn ihr genauso wie ich eure ganzen Videos horten wollt. Alles in allem habe ich mit der RTX 4060 ein lachendes Gesicht, aber auch so ein bisschen ein weinendes Gesicht, wobei halt das lachende Gesicht überwiegt. Rein von dem Preis und der gebotenen Mehrleistung kann man, denke ich, nicht meckern. Hier bekommt man für das Geld wirklich genug geboten, auch wenn es kein absoluter Knaller ist. Gerade Besitzer einer RTX 2060 oder 2060 Super werden mit einem Upgrade auf die RTX 4060, denke ich, sehr profitieren. Auch wenn 8 GB VRAM für 99% aller Gamer reichen werden, hätte ich mir doch mehr gewünscht. Das münzt einfach daher, dass ich mir denke, wenn ich mir eine neue Grafikkarte kaufe, dann möchte ich nicht, dass der begrenzende Faktor der VRAM ist und ich mir theoretisch eine teurere Grafikkarte kaufen müsste, nur um mehr VRAM zu haben, aber die Mehrleistung gar nicht brauche. Also zur heutigen Zeit sollte VRAM eigentlich nicht der begrenzende Faktor sein, auch wenn es sich hier nur um eine Randgruppe handeln wird. Content Creator sollten hier aber definitiv überlegen. Wer noch auf einer alten GPU werkelt, bekommt durch das Upgrade für einen sehr fairen Preis, denke ich, unglaublich großen Mehrwert. Einmal durch AV1 und auch durch die Nvidia Studio Tools wie Broadcast und natürlich auch DLSS 3. Aber was sagt ihr? Schreibt mir doch gerne eure Meinung zur RTX 4060 unten in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!